Nee, Hannes ist schon wieder dran. Viel Spaß. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Da ist immer noch der Hannes, ne? Grüß euch. Ich glaube, ihr seid schuld, dass der Hannes eigentlich am Dienstag wieder fahren wollte. Jetzt habe ich mindestens einen Kommentar gelesen, der besagt hat, nee, der soll noch den Community Raid mitmachen am Dienstag. Jetzt hat er sein Ticket schon gebucht gehabt. Kann er nicht umtauschen. Ihr schuldet dem Hannes jetzt 50 Euro. Jetzt muss er sich ein neues Ticket holen für 50 Euro. Und wir wollen für weniger als 50 Euro, nämlich umgerechnet für 3 Euro, jetzt mal hier zum Dino. Wir wollen nämlich mal bei der Trainer-Hoffnungsmedaille ein bisschen was machen. Hier ist ein Stolos-Raid am Dino. Den machen wir aber nicht. Den machen wir erst als zweites. Wir machen nämlich aus der Umgebung hier, seht ihr, ein Navitaub-Raid. Gestern hat man das noch davon, oder vorgestern. Da ist ein Navitaub-Raid, den wollen wir jetzt machen, mit einem Fan-Raid-Pass. Dann ein Stolos hier, mit einem freien Pass. Und dann mit dem Fan-Raid-Pass hier diesen Boreos-Raid, ja? Sind 3 Raids mit Glücksei und dann öffne ich gleich 30 Geschenke für die nächsten 3, die aufsteigen, die neu drin sind. Ich hab's gewusst, dass die Bank nass ist. So, wir wollen aber mal ganz kurz gucken auf die Medaille, wie weit der Fortschritt ist. Mich hat auch schon wieder jemand gelöscht. Schon wieder 398, kann ich also wieder jemand anderes annehmen. Medaille sagt, wie sieht die aus? Hier hinten, nein, das war es nicht. Jetzt ist es natürlich wieder da runtergegangen. Moment, das kann sich nur um Stunden handeln. Verschiebt sich dein Bildschirm auch immer, dass du gerade was guckst und dann schiebt sich's wieder hoch? Da ist ein Meftu. Ja gut, die müsste eigentlich Gold sein, die müsste hier sein. Ja, ja. Trainerhoffnung 71 von 150. Müsste dann bei, schreibt's mal rein, wenn ihr 3 dazu rechnet, wie viel das ist. Sind ja aber nur 2, weil Boreos machen wir ja schon die ganze Zeit. Wir stellen das jetzt mal hier ab, wir fangen was, wir machen mit dem Navitaub, fangen wir an. 5 rote Accounts mit bei, dann 5 blaue, dann 5 gelbe und so weiter. Kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Stehen ein bisschen unter Zeitdruck und 50 Euro, ich sag's euch. So, wir sind jetzt hier im Spiel, ja? Jetzt wollen wir machen, wir drücken hier den Navitaub Raid an, haben wir ja gesagt. Die restlichen gehen alle dann so rein, genau, hier auch. Drücken wir mal hier drauf. Hannes macht auch irgendwie mit, habe ich gehört. Ich bin mit dabei. Was jetzt mit deinem Main oder mit dem Ramdusch Klein? Nee, mit meinem Main. Ich lade einfach mal random 5 Leute ein. Wer zuerst reinkommt, hat gewonnen. Weil es sind ja jetzt schon 6 Handys, 7 Handys. Das heißt, es wäre nur Platz für 3 Leute, die den Raid mitmachen können. Was habe ich fast wieder vergessen? Glücksei anmachen. Beziehungsweise, oh ja, das hört sich gut an. Reicht es, wenn ihr das Glücksei im Prinzip 10 Sekunden vorher einschaltet oder irgendwas? Das hält ja dann. Ihr könntet natürlich auch, wenn ihr im Raid seid und schon kämpft, kurz bevor der Tod ist, zurück in die Lobby springen, dann erst das Glücksei anmachen, dann hält das nochmal 2 Minuten länger. Nur so als kleiner Tipp, wenn ihr viel vorhabt. Wir jetzt also Navitaub Raid 71 hat man auf der Trainer Hoffnungsmedaille, müssen wir mal gucken. Da müsste bei 73 dann rauskommen. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt für Raids machen soll. Das ist das größte Problem. Gefühlt hat man schon alles gemacht, was sinnvoll ist. Und was nicht sinnvoll ist, hat man nicht gemacht, weil das ja nicht sinnvoll ist. Aber Julchen hat was reingeschrieben, dass je länger das zurück ist, zählt das auch nicht. Also kann sein, dass, obwohl ich schon Shinooks gemacht habe, ganz viele damals, die nicht auf die Medaille zählen und ihr das jetzt im Prinzip neu machen müsstet. Ich fände es gut, wenn es eine Anzeige gäbe, wenn man bei Trainerhoffnung, dass der Fortschritt steht und unten drunter vielleicht aufgelistet, welche Pokémon auf der Trainerhoffnungsmedaille schon geradet hat, dass ihr wisst, okay, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das kann ich noch machen. So habt ihr überhaupt gar keinen Überblick, wisst nicht, okay, mache ich den doppelt, mache ich den dreifach. Denn man muss ja nicht unbedingt sinnlos Pässe für irgendwas rausschmeißen, was komplett sinnlos ist. Wie Navitaub zum Beispiel. Habt ihr schon mal eine Navitaub-Raid gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare.
Ist das auch dein erster? Ja. Ja. Da muss man extra nach Hildburghausen fahren für eine Navitaub Raid, weil in München will den keiner machen. Richtig. Die haben alle Angst, weil der so heftig ist, ja. Ist übrigens ein Dreier-Raid-Boss, falls ihr das nicht gesehen habt. Vorhin war noch Schmerbe da. Aber Schmerbe habe ich erst, als wir ein Mega-Raid-Pokémon entwickelt haben, habe ich das erst gemacht in einem Raid alleine, wo Hannes und die Kaffeetante BLN über eine Einladung aber auch mitgemacht haben. Deswegen, Schmerbe hätte gar nicht gezählt. So, 100er Wert weiß ich nicht. Wir können nur mal kurz vergleichen, was deins hat, was meins hat. Die restlichen sind wurscht. Müssen wir nämlich dann noch fangen und dann passt das. 814 habe ich hier, sehe ich da. 802. 802, okay. Junge, 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 also theoretisch könnte ich hier nochmal drücken so lang. Der hat auch 802, der hat 808. Der hat die Pokémon-Box voll. Was für eine Vorbereitung. Vor allem muss man jetzt alle Accounts ummelden, ja. Man muss von den roten auf die blauen und mit den blauen mitmachen, dass da nochmal die Pässe alle rausgehen. Es gab auch zwei XL-Bonbons. 15, 15, 11, okay, Straufheim. 14 Minuten für den. Melden wir uns gleich zurück, wenn wir umgemeldet haben. So, Ei läuft natürlich noch. Wir stehen jetzt immer noch hier, genau selber Punkt. Ihr seht hinten, er ist gefangen, sieht gut aus. Wir haben jetzt den freien Pass bei allen. Den freien Pass jetzt reinwerfen, werfen hier alles rein, können wieder 5 einladen, das ist ja das Gute. Diesmal können wirklich 5 Eingeladene rein, wir laden einfach dieselben nochmal ein hier. Too Lost for Playing, Flex, Jonas, na, die laden wir nicht ein, der ist ja hier schon im Spiel. Ja, wen gibt's denn noch? Müssen wir mal runter scrollen und wieder hoch scrollen, dann nochmal reingucken, ob es noch welche geladen hat. Baumes und Benzo, die können wir noch einladen. Würde ich sagen, aber springen wir das kurz. Und wenn der Kampf losgeht, zeigen wir euch direkt den Kampf. So, 9 Leute sind wir jetzt gewesen. Das heißt, wenn ich 6 bin, Hannes ist 7. Ne? Ich weiß, es sieht älter aus, aber trotzdem. Hannes ist 7. Das heißt, es sind noch 2 Leute reingekommen. Hannes wollte ja gucken, ob er seinen Levelaufstieg noch schafft auf 48 oder irgendwas. Ja. Haben nämlich auch welche gefragt, welches Level hat Hannes eigentlich? Das ist ja klar, das sind Leute, die nicht mit ihm befreundet sind. Sonst wüssten die das. So sieht's aus, ja. Kann es eigentlich shiny sein aus dem Raid? Keine Ahnung. Bestimmt. Navitaub sicherlich auch. So, das heißt, wir gucken jetzt kurz hier drauf. Da ist wieder überall der Beutel voll. Richtig heftig. Drücken mal kurz die Pokémon-Aufbewahrung an, schmeißen überall mal kurz eins weg. Es klappt wieder wie am Schnürchen. Wie viel WP hat deins? Ich glaube, das ist 1700. Das hat auch 17. 1674. 1692. Da bin ich ja noch guter Dinge. Weil die 17 bis jetzt das heftigste ist. Hey, hier hängt schon wieder alles. Ach so, meinen sehe ich ja schon. Verdammt. 16,39. Okay. Das ist nix. 90er, 1700. 16,55. 17,1. 17,1 ist das Beste. Das heißt, das hier ist der schlechteste wieder mal auf dem Main. Mit 16,39. Dafür dürfte es jetzt auch 2 XL-Bonbons geben. Mindestens. Sehen wir gleich, ob das wirklich so ist. Ist ja eine Weiterentwicklung. Stufe 3, letzte Stufe. Vielleicht kriegt man sogar 3 XL, je nachdem. Kreis ist orange, dürfte jetzt nicht so schwer zu fangen sein. Kreis kann man da eigentlich gut einstellen, wenn man Zeit hat und nicht gerade hier am Existenzminimum steht. So, machen wir mal gemütlich. Und er hat natürlich abgewehrt, das hat er aber schön gemacht. Hier können wir überall theoretisch schon mal fliehen, um Zeit zu sparen, weil fangen tue ich das jetzt nicht. Das dauert mir zu lang.
So, muss ja die Geschenke noch alle aufmachen. Wenn ich jetzt überall fange, dann ist das Glücksei schon um. Gab zwei Stück, zwei Bonbons. 10, 11, 10. Svitar Boreos gestern, also komplett sinnlos. Wollen wir jetzt den anderen? Der müsste hier unten irgendwo sein. Molly ist Glücksfreund. Da kann ich morgen bei Demeteros gleich einen Lucky Trade machen. So, fehlt noch Boreos. Das heißt, gut, er ist da unten, den sehen wir schon. Dann gehen wir da auch noch drauf. Über 18,30 musst du haben, ohne Wetterboost, wisst ihr ja Bescheid. Gehen wir auch rein, 6 Stück sind drin. Das passt alles. Die 5, du, ich, 7. Können aus Spaß noch mal kurz angucken, wen wir einladen können. Nehmen wir hier noch Zidemalos, ne? Einer passt auf jeden Fall rein. Scrollen wir mal kurz durch. Ist halt immer, wird nicht angezeigt. Erst wenn ihr einmal durchgescrollt seid, könnt ihr dann vielleicht sehen, wer gerade noch online ist. Habt jetzt hier noch Alex Meyer, Borki, obwohl mit Borki bin ich Glücksfreund, nehmen wir Broligott und den Burkhardt. Zeit ist relativ knapp, wenn ihr das sehen, könnte noch passen, dass sie reinkommen, ansonsten nicht. BVB, Timmy, ha, der bildet das Schlusslicht, egal. Legen wir kurz wieder hin, warten bis der Kampf anfängt, hauen da noch drauf, Despot Armee am Start überall und dann haben wir es hoffentlich hinter uns. Gucken uns die Medaille an, ob die passt, ob die jetzt 2 zugenommen hat mindestens. Dann schnell wieder heim, Erkältung auskurieren. Eigentlich wollten wir heute Chili-Soßen testen, draußen in der Wildnis. Aber es ist nass und es ist kalt und dann ist es auch noch scharf, also das ist eine tödliche Kombination. Ach, toll, die. Die paar Sekunden hätte ich auch noch labern können. Der BVB-Timmy ist der Letzte, der eingeladen wird, aber der Erste, der reinkommt. Sehr cool. Kurz wieder anders hinstellen. Mein Captain Morgan Bein wechseln. Oh. So. Was ist das beste Boreos, was du hast? 91er, glaube ich. 91? Ja. Ich habe bei. Ich glaube 95er, glaube ich, war das. 95, da wisst ihr wieder, wer mit PG Sharp manchmal unterwegs ist. Ja, also. Mein Bestes war das ein 98er aus der Raid Mania, aber macht man ja nichts mit. Wenn es ein 100er wäre, hätte ich es natürlich gemaxt auf 40, beziehungsweise vielleicht wäre sogar auf 50 gegangen. Ich weiß nicht, wie viele ich von der grünen Wolke gemacht habe. Denn von dem her habe ich ja nicht so viel. Ich glaube, da fehlen die XL, aber die anderen sind da die normalen. 40 ist ja nichts mehr, 40 ist ja, pff, machst du ja nebenbei. Früher musstest du dir 5-mal überlegen, was du maxst, was nicht. Wenn du auf 40 gehen wolltest, heutzutage musst du dir 50 überlegen, dann machst du 40 einfach blind. So, der zieht sich ein bisschen. Seht ihr, wie der Hannes aus meiner Schulter raus wächst? Ein Stück Kopf ist auf jeden Fall am Start. Ja, das ist alles ein bisschen hektisch, ne? So, beim Videodreh immer. Ansonsten ist alles ruhig. Das Einzige, was Geräusche macht, sind die Katzen. Die versuchen irgendwie miteinander Babys zu machen. Der eine ist kastriert, die andere ist rollig. Das ist die beste Kombination. Wenn ich jetzt aufhöre zu drücken, schafft ihr den Rest alleine? Sind ja noch 200 Sekunden übrig. Naja, ich muss ja Zeit, ich muss ja noch die Geschenke aufmachen. Das, jetzt Quatsch hier 10 Minuten extra zu vergeuden. Fangen wird nur wieder lustig. Vielleicht stelle ich mich mal woanders hin, wo ich nicht immer zu so gebückt bin. Dass wir das Boreos noch eintüten. Ah, komm her, Junge. Ah. So. 170, oder? Ja, da knickt er ein, da knickt er weg. Ich gucke mir jetzt auch extra nicht an, wie die Werte von den anderen sind. Okay, so. Hat ja viel gebracht mit dem woanders hinstellen und fangen. Hängen wir uns halt einfach so hier rein. 18,6. Ich fühle mich wie gestern beim Zwiebelschneiden, die Augen drehen einfach nur. 18, 16 ist meiner. Dann herzlichen Glückwunsch. So lange wie der da rummacht,
Wenn ich trotzdem mal da drauf drücken. Erster Ball drin, das wäre ein Traum gewesen, ist es leider nicht. So, immer schießen, wenn er oben ist. Ihr seht, da trifft der Ball auf jeden Fall immer vorbei. Der war auch nix, aber die goldene Beere ist noch drauf. Also gleich hinterher gepfeffert. Ist immer noch nix. Wer sich wundert, wieso das Video so motivationslos ist, ich wollte eigentlich gar kein Video heute machen. Dachte, wenn wir da so einen das Insekten-Tasting hochladen, das reicht. Abendstream, das reicht. Moment. 18:1, 17:81, 17:69. Hier ist schon wieder der Beutel voll. Also 17:78. Hier sehe ich die Arena noch nicht mal mehr. Wo ist es jetzt hin? Da drüben. 4 XL-Bonbons. Und ein. Wie teuer ist das? Wie teuer? 18,3. 18,3 war da das höchste bei denen. Haben wir mitgenommen. Okay. Kurz mal gucken, wie viel Zeit noch auf dem Glücksei ist. Noch 13 Minuten. Schauen uns kurz die Medaille an. Geschenke mache ich dann einfach auf, wenn ihr nicht guckt. Das ist nämlich Datenschutz. Dass ihr nicht seht, wer aufsteigt. Muss ich die Medaille wieder suchen. Wir sind bei 72. Toll. Es hat also einen Einzelnen dazugezählt und ich weiß nicht wen. War es jetzt Navitaub oder war es Stollos? Ich kann mich nicht im Leben daran erinnern, überhaupt eins von beiden schon mal gemacht zu haben im Raid. Warum auch? Hat auf jeden Fall nur eins dazugezählt. Drecksmedaille, sage ich nur, weiß ich nicht. Schreibt ihr doch mal rein, wie weit seid ihr bei der Trainerhoffnung? Wie weit bist du? 150 durch. Also ich hab's auf Platin. Er hat einfach Platin. Fertig. In München, da sehen die Raids anders aus. Da hat auch das Stoll aus dem Partyhut auf, da nimmt man das gerne mit. Hier halt nicht. Und das deswegen war nicht München, das war Würzburg. In Würzburg? Ach, der musste ja in Würzburg 2 Stunden warten. Da hat er schnell 150 verschiedene Raids gemacht. So viel sind gar nicht drin. Unmöglich, aber Hannes schafft alles. Jetzt hier noch aufmachen, dann mal gucken, ob es mir heute noch irgendwann besser geht. Ich glaube, das sind immer noch die Nachwirkungen vom Freitag. Seit 4 Tagen komplett Übelkeit und Schwindelkreislauf, einfach nur. Oh. Oder der Hannes, der hat wieder sein patentiertes in den Burger und den habe ich gestern ja erst gegessen und das haut dich einfach um, ich sag's dir. Ja, wir sind fertig, Geschenk aufmachen, das war's von meiner Seite aus. Ich weiß, die Videos sind komisch, lasst euch nicht davon unterkriegen. Freut euch auf den Stream heute Abend, würde ich sagen. Wenn wir zusammen wieder Flatti, Natururin, Kanal Phänomenal gucken. Diesmal Hannes live dabei. Gucken, ob wir überhaupt was verstehen über die Kopfhörer. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder heute Abend. Ja. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Ciao.